Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Project Horizon 2 Kappa Mode. So, hier ist es schon mal gut was gefüllt. Sehr gut sogar. Also die müssen alle schon momentan ausgeweitet werden. Okay, halt hier bis auf Energetic Alloy und sowas, aber davon haben wir auch schon genug. Also ich würde sagen, Schritt 1, Ressourcen bekommen, steht. Das ist momentan kein Thema. Und wir haben noch ein paar Teile, die wir da anpflanzen müssen. Dann hier habe ich mal größtenteils hier aufgeräumt. Habe mir überlegt, hier diese Mini-Plattformen. Haben wir in der Mitte schön 3x3 Platz. Könnte man ja mal gucken, ob wir dann da die Raketen hinklatschen. Ne? Oder beziehungsweise die ganzen Galactic-Craft-Fahrzeuge. So, Mob-Farm wird demnächst auch verschwinden. Weil wir brauchen sie nicht mehr wirklich. Jetzt haben wir wirklich auch alles an Minizio-Essenz, was wir haben. Was wir brauchen. Für die letzten Seeds. Ja. Ich würde sagen, dann baue ich dann irgendwann Offscreen ab. Und schätze, wird das dann einräumen, wenn wir das im Mail-System haben. So. Dann habe ich hier drüben den Kompressor hingestellt. Da habe ich mal ein Stack hiervon beacht. Und wir waren hier dran beschäftigt, ne? Die NASA Workbench. So. Was haben wir denn gebraucht? Wir haben einen Machine Frame gebraucht und wir brauchen jetzt hier so ein altes Teil. Eine Pneumatic Wrench. Machen wir die da mal. Compressed Iron ist hier, aber was wenig, ne? Wir brauchen einen Orange Stein, einen Lever und einen Air Kanister. Dann gehen wir hier hin, holen uns das hier. Machen dann jetzt hier einmal hier raus Orange Dye. Da. Was haben wir noch gebraucht? Wir brauchen noch hier die Tubes. Die Pressure Tubes. So. Und dann machen wir hierfür noch Conductive Iron. Haben wir hier noch zwei? Haben wir noch einen Lever da? Sieht nicht danach aus. Dann knödeln wir uns mal schnell einen zusammen. So und so. Und so. Et voilà. Dann hier Pneumatic Wrench, Air Canister. Zack. 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 Rüber. Hier Machine Frame rausholen. Hier habe ich auch mal die Conduits geupgradet und die paar mehr Laser. Gut, dann jetzt hier. Das dahin. Das dahin. NASA Workbench. Parken wir die doch einmal hier. Ich finde, der Teil sieht immer noch komisch aus. So. Wir wollen jetzt gucken, die Tier 1 Rocket. Das werden wir heute nicht fertig kriegen, das zeige ich jetzt schon mal. Wir brauchen Compressed Aluminum, Compressed Bronze und Compressed Steel. Steel haben wir. Also noch Aluminum und Steel. So, haben wir nicht. Legen wir da mal hin. Holen uns hier mal was Stahl, so dass wir jetzt schön einen Stack von den Platten machen können. Und dann würde ich sagen, machen wir was ganz Überraschendes. Wir machen jetzt erstmal das Web fertig. Weil, wieso würde ich jetzt das Web machen? Ganz einfach. Wenn wir uns jetzt nur auf Galactic Craft konzentrieren, lassen wir die anderen Sachen aus den Augen. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir hier schon mal mit ein paar anderen Sachen weiter. So, wir brauchen für das Welt einen Crucible. Ein Machine Chassis. Hier, da hatte ich mal einen Stack gemacht. Dann tun wir das hier mal rein. Oh ja, ich sogar noch gehabt. Ja gut, passiert. Electrical Steel, 8 Eisen, 8 Gold,
Und wir bräuchten einen Furnace. Haben wir hier irgendwo einen? Machen wir das anders. Wie war die Mischung dafür? Genau. 1, 2, 3, 4. 2. Ne, Moment. Die will ich gar nicht. 1, 2, 3, 4. So. Wir haben jetzt auch hier die Fire and Earth Essenzen. Das heißt, wir können einfach mal den hier machen. Und dann mal so und so. Zack. Haben wir. Haben wir. Und haben wir. So, jetzt braucht man nur noch hier die beiden Fluid Tanks. Das ist das kleinste Problem. Da braucht man Dark Iron Bars. Haben wir die hier irgendwo noch? Ne, dann machen wir nochmal 1, 2. Machen wir nochmal welche. Wir brauchen normales Glas dafür, oder? Ja, und ich mache jetzt einfach mal 4 Stück davon. Und wir brauchen Tungsten. Halt, da fehlen nochmal 4. So. 4, 4 und 4. Die dahin und die dahin. So und so. Dann das Rezept. Und wir haben eine Wette. Sehr schön. Holen wir uns nochmal Conduits hier. Ender Energy natürlich. Machen wir hier so eine zweite Reihe hin. So, dann wollte ich noch mal die beiden, nee, das eine Drum hier holen. Und das hier. Dann, da war noch etwas, was ich holen wollte, oder? Naja, schauen wir uns jetzt erstmal das Rezept an für Cloud Seed. Der normale Cloud Seed wird hergestellt mit Clay und Eis. Oder Packed Eis. Oder Salz. So, wenn wir uns jetzt mal Salz anschauen. Naja, da haben wir nicht so eine wirklich gute Möglichkeit, das Zeug herzustellen. Hier haben wir einen Multiplier von 2,0. Wir können es mit Eis oder mit Schnee machen. Ich würde sagen, wir machen es mit Schnee. So, jetzt erst einmal Clay und Snow. Snowballs können wir jetzt easy machen und Schnee auch. So und natürlich andersrum. Zack. Zack. Und jetzt die Claypopel, das ist einfach das gleiche nochmal nur mit Erde. Also so und so und so. Machen wir das noch einmal. Wieso macht das erst richtig und dann falsch? Kann man das mal einer erklären? Und wir brauchen 8, nicht 4. Also soll man das gleiche Rezept hintereinander falsch zu machen, das ist echt schon gut, ne? So, machen wir mal den hier und nach unten Output Schnee und Clay. Und wir haben schon mal Cloud Seed.
Sehr schön. Was brauchen wir aber jetzt für den Concentrated Cloud Seed? Wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist einfach nochmal Clay. Richtig. Da geht die Pochel, da geht Salz. Und da geht auch wieder der Clay Block. Dann machen wir hier nochmal einen Stack davon fertig. Also so einen halben. Sehr schön. Das legen wir jetzt einfach hier hin. Was könnten wir noch machen? Wir können mal gucken, dass wir. Wir machen das jetzt ganz einfach. Wir brauchen ja die Osmium Crystals. Dann schauen wir einfach mal, wie viele Maschinen wir brauchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das heißt, wir bräuchten acht Steel Casings von Mechanism. Davon können wir schon mal ausgehen, dass wir die brauchen werden. Dann machen wir hier schon mal 8 Plastik. So. Das können wir dann mal hier reinhauen. Gut, dass ich das hier schon gemacht habe. Wir brauchen Stahl, das ist kein Thema. Und wir brauchen Machine Frame Resonant. Das heißt, wir brauchen eine Metal Press. Gut. Für eine Metal Press brauchen wir zwei Steel Scaffolds. Das ist gar kein Thema. Ich glaube, jetzt sind wir so in der Phase, wo der Titan Mode, der Kappa Mode richtig anfängt. So. Machen wir nochmal so. So, wir brauchen jetzt noch einen Heavy Engineering Block. Das heißt, wir brauchen Kupfer. Zwei Stück davon. Ein Elektrum. Und zwei Pisttöne. Ein, zwei. Ein, zwei. Ein bisschen Holz. So, so und so. Wo können wir das jetzt hinparken? Machen wir jetzt einfach mal ganz provisorisch hier hin. Stimmt, wir haben auch noch einen Piston und einen Redstone Engineering Block. Zwei. So, Piston. Zack. Einen Redstone. Ja. Engine. Near. Ja gut, jetzt kommen wir da auch nicht so gut weiter. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Da, 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 da. Oder würde ich jetzt schon gedanklich eine Version zu weit? Ich glaube bald. Wo haben wir das Immersive Buch? Nein. Nein. Wo habe ich das jetzt abgelegt? Hier. Ich dachte ja eigentlich, dass ich jetzt das. Boah, ey, ist das klein. Heavy Machinery, Metal Press. Also, da brauchen noch drei Steel Scaffolds. Okay. Und dann brauchen wir noch ein Conveyor Belt, habe ich gesehen.
So, das ist einfach ein Leder, ein bisschen Eisen und so, das geht klar. So, ein Redstone, zwei Eisen. Gut. Dann räumen wir jetzt mal hier auf, ne? Einmal. Ist das jetzt eigentlich egal, wie rum das ist, oder? Okay, den müssen wir richtig drehen. Genau wie die. Und wir haben eine Metal Press. Sehr schön. Dann packen wir hier ein bisschen Conduit drüber. Und wir müssen neue Conduits machen. Habe ich noch welche dabei? Nö. Ja gut, es sollte es aber relativ schnell gehen. Weil wir haben ja hier die Rohconduits, die hier. Das ist Possessing und ich will Vibrant Alloy. So und so. 20 Stück, das sollte reichen. Sagt. Sehr schön, die hat Saft. Und die braucht jetzt noch eine Pressform. Wo haben wir die? Wo haben wir die? Wo haben wir die? Gear? Hier. Ach, Mold war das, genau. Brauchen wir irgendein Gier und Stahlplatten. Gut, dass wir hier ein bisschen Stahl über haben. Machen wir auch mal so ein bisschen Platz. Hier haben wir noch ein Goldgier, das wir dafür verwenden können. 1, 2, 3, 4. Metal Press Small Gear. So, und wir brauchen jetzt für die Machine Frames brauchen wir noch Nickel, also Ferrus und Signalum. Signalum habe ich noch nicht angezapft, okay. Dann nehmen wir jetzt mal hier die vier und wo haben wir? Machen wir einmal so, dann sehen wir ja, ob das schon läuft. Okay, dann war das. Brauchen wir noch einen Hopper? Ich hätte echt gedacht, dass das jetzt auch wirklich ohne geht. Aber naja. Ist ja relativ schnell gemacht für unsere Verhältnisse. Oder es ist nicht geklappt, weil die Mold nicht drin war. So, einfach hier die Mold. Zack. So. Und wir kriegen die Ferrus Gears. Sehr schön. Die können wir dann jetzt hier zurotzen. Brauchen noch Bronze und ein Ride Winter Like hier. Merke, ich muss dann hier auch Gears vorbereiten und sowas. Davon und der Rest war auch hier drin. Da. 4. 4 und so. Bronze haben wir zum Glück hier.
Und dann schauen wir mal, wie unser Laserwerk hier, unser Laserkraftwerk rödelt. Oh, 1611 pro Tick. Lässt sich sehen. Ist für einen Anfang nicht schlecht. Gut. Ich würde sagen, wir können jetzt auch Gears Pro produzieren. Ich werde jetzt gucken, dass ich noch die Signale um Gears und sowas angeschlossen kriege. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.